Herzlich willkommen, ich bin's euer Laser und heute das Rio zur FT011. Ja, ich habe die ja von TomTop zur Verfügung gestellt, gekriegt. Oder besser gesagt, ich habe sie mir ausgesucht. Weil ich dachte, ich habe ja die FT012, wie ihr wisst, das etwas kleinere Boot. Und ich dachte mir, die FT011, ich habe die bei verschiedenen anderen YouTubern gesehen, wie bei Benny zum Beispiel, und dachte mir, hey, ich möchte das Boot auch gerne irgendwann mal haben. So, und dann gab es die Möglichkeit, über TomTop das halt zu kriegen, und da habe ich es auch gemacht. Jetzt ist das Problem, das Boot kam bei mir an und ich war total begeistert. Ne? Ich habe den Deckel abgemacht, habe das abgemacht, hier diese Blende. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass der Regler nicht so war, wie ihr ihn jetzt seht, sondern er war hier vorne irgendwo, hier so. Das hat mir schon mal gar nicht gefallen, dass der komplett irgendwie hier so drinne war und der Empfänger irgendwie dahinter und habt ihr nicht gesehen. Und dann dachte ich mir so, ja okay, vielleicht bei mir, in meinem Fall ein Einzelfall. Aber ein Freund von mir hat sich das Boot auch gekauft, mit dem wir immer fahren gehen. Und bei dem ist der Regler genauso. Das heißt, ich weiß nicht wieso, die haben den Empfänger dann vorne auf dieses Blech gesetzt und dann war hier so der Regler. Aber bei ihm war der Schlauch nicht geknickt. Bei mir war ja richtig so dieser Schlauch so eingeknickt. Also ihr müsst euch vorstellen, dass der Schlauch so geknickt war, so. Und deswegen habe ich den überhaupt in die richtige Position gestellt oder gesteckt. So. Hätte ich wohl nicht tun dürfen, weil dieses Boot wohl ein Problem hat und ich weiß nicht, wo dieses Problem liegt. Aber ihr habt ja das Fahrvideo gesehen und die Fahrvideos mit 3 und 4S waren okay. Die waren wirklich okay. Fangen wir erstmal mit den ganzen positiven Dingen an, bevor wir zu den negativen Dingen kommen. Wir fangen mal mit dem Zubehör an. Was ich gut finde, ist, dass wir ordentlich viele Ersatzschrauben kriegen, dass wir Fett für die Schmierung kriegen, dass wir alle Arten von Schraubenschlüssel kriegen, um den Propeller zu wechseln und auch um hier die Kupplung zu demontieren und zu fetten. Ebenso genug Propeller mit dabei. Also das Zubehör ist für den Anfang, für den Start wirklich ausreichend. Und wenn man Propeller kaputt macht, hat man gleich mehrere auf Ersatz dabei. Das ist schon mal positiv anzumerken. Das finde ich wirklich sehr gut. Das war aber bei der FT012 genauso. Dann das Ladegerät. Ist okay, es funktioniert. Es funktioniert wirklich gut. Und der 4S Lipo wird auch ausbalanciert damit aufgeladen. Der Lipo funktioniert wirklich 1A. Hat ordentlich Leistung mit 30C. Absolut ausreichend für dieses Boot. Hat wirklich gut Power und hat auch viel Milliampere. Ich finde den Lipo wirklich, ist eine gute Qualität, muss ich sagen. Wirklich. Kommen wir zum Akku. Ich musste jetzt gerade mal hier kurz einen Schnitt machen, weil ich das Gerät suchen musste. Der Akku ist wirklich gut. Er ist wirklich super. Wie wir an den Daten sehen können, also wirklich sehr gut. Das Boot und der Akku harmonieren wirklich top zusammen. Also der Akkuwert bis 3,4 entladen und dann geht das Boot in so eine Art Sparmodus und dann kann man mit dem Boot noch in diesem Sparmodus ganz langsam wieder ans Ufer fahren. Das funktioniert. Ihr solltet aber euch trotzdem merken, wenn ihr anfangs losfährt, ungefähr so ein Zeitgefühl für den ersten Akku am Strand und wenn ihr merkt, aha, irgendwann ist Ende, dann habt ihr so ungefähr das Gefühl, wie lange der Akku hält. Und bei der nächsten Fahrt könnt ihr dann am Anfang ein bisschen rausfahren, ein bisschen größere Bögen machen. Und dann habt ihr so ungefähr das Gefühl so, dass ihr euch denkt so, ah, gleich ist es leer. Ich komme mal Richtung Strand und dann fährt ihr da einfach nur noch am Strand rum. Und dann, wenn dieser Sparmodus kommt, dann habt ihr nicht so einen weiten Weg mehr zum Strand. Belastet nicht so sehr den Akku. Wie gesagt, der funktioniert wirklich hervorragend. Also der Akku ist wirklich sehr gut. Das ist schon mal echt positiv anzumerken. Ladegerät, Akku, okay. Zubehör, okay. Fernbedienung. Fernbedienung und Boot funktionieren und harmonieren wirklich sehr gut. Was ich richtig positiv finde, und das muss ich bei Feilun wirklich positiv anmerken, der Empfänger ist wasserdicht, gegossen. Die Funke auch eigentlich ganz gute, wirklich sehr gute Funke. Ne? Es ist eine Standard-Billigfunke natürlich, aber sie funktioniert wirklich mit dem Boot hervorragend. Bindet sich immer.
mein Kritikpunkt an diesem Boot, und das war aber auch schon bei der FT012 so, ist, wir haben hier zwei Regler. Das war's. Mehr gibt's nicht. Das heißt, wir schalten die Funke ein, schalten das Boot ein und dürfen die Funke einfach nicht mehr anfassen. Dann können wir hier den Trimausschlag regulieren, das heißt, wie weit das Ruder ausschlagen darf. Und hiermit können wir das Ruder austrimmen, rechts oder links. Ende. Wir haben keine Trimmung für das Vorwärts- oder Rückwärtsfahren. Das heißt, wenn ihr die Funke einschaltet und das Boot einschaltet und ihr nur das Boot einschaltet zuerst und die Funke einschaltet und so ein bisschen Gas gibt, hier, so, und dann die Funke einschaltet und das sich gekoppelt hat, dann gibt das Boot automatisch Gas, so wie ihr den Hebel hält. Und wenn ihr loslässt, fährt das Boot aber trotzdem weiter. Das heißt, das Gas bleibt. Und manchmal hat man das, und das ist des Öfteren vorgekommen, nicht nur bei mir, auch bei anderen, dass sie die Funke in die Hand nehmen und irgendwie hier so an den Trigger kamen. So. Und dann hat sich das gekoppelt und das Boot hat Vollgas gegeben, wobei man losgelassen hat. Weil man beim Einschalten irgendwie schon Gas gegeben hat. Und dann muss man das ganze Boot wieder auseinanderfummeln, schnell Strom kappen, Strom wieder zusammen, den Trigger loslassen, also nicht mehr benutzen. Und dann ist das wieder ausgetrimmt, also wieder resettet. Das resettet sich jedes Mal, wenn ihr hier den Stecker kappen tut. Ja, das zur Funke. Ansonsten funktioniert die Funke für dieses Boot in Ordnung. Ist wirklich okay. Reichweite auch absolut in Ordnung. So, kommen wir zum Boot selber. Kurz noch zum Ständer. Das ist der gleiche Ständer auch wie bei der FT012. Meiner Meinung nach, das ist jetzt meckern auf hohem Niveau, aber meiner Meinung nach ein Tick zu klein für dieses Boot. Geht aber. Kommen wir zum Boot selber. Hier habe ich wirklich die meisten Kritikpunkte an diesem Boot. Von der Aufmachung und von dem Ganzen her sehr gut. Alle Komponenten, die wir hier drin sehen, sind alle wasserfest. Das heißt, Servo ist wasserdicht, Empfänger, Regler, Motor verträgt das Wasser. Alle Schrauben, alle Metallkomponenten, die wir sehen, etc. Alles ist wasserfest und wasserresistent. Hier rostet einfach nichts. Ich zeige das mal bitte, oder ich zeige das mal in der Kamera. Ich zoome mal ran. Hier, wir sehen, ich bin wirklich viele Ladungen jetzt gefahren und wir sehen, das Boot ist wirklich rostfrei. Also hier korrodiert nichts, hier rostet nichts, die Schrauben sehen alle noch tipptopp aus. Alles super, wirklich. Von der Sache her gut, auch hinten alles in Ordnung. Wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Ich sage jetzt mal kurz die positiven Sachen an dem Boot und dann kommen wir zu den negativen Sachen. Positiv an dem Boot ist, dass das Boot ready to run ist und wirklich einfach und für jeden verständlich. Man nimmt den Akku, packt den Akku rein, steckt ihn an, Boot funktioniert. Was ich auch gut finde ist, wenn ihr das Boot im Wasser habt und es sich auf den Kopf gedreht hat, könnt ihr es per Funke mit rechts, links umschweifen. Und dann fährt das Boot, also ist das Boot wieder umgedreht und ihr könnt weiterfahren. Das fand ich bei der FT012 richtig stark und das kann die FT011 auch. Finde ich richtig, richtig gut. Was noch? Das Wassersystem, das Wasserkühlsystem funktioniert einwandfrei. Genauso wie bei der FT012 ist es hier genauso, es funktioniert einwandfrei. Wirklich sehr gut. Motor wird gekühlt, Regler wird gekühlt, 1A. Hier hinten ist sogar noch so eine Metallschlaufe, damit der Schlauch nicht hier hinten knickt. Top. Wirklich gut. Kabelbinder hätten nicht sein müssen. Funktioniert auch ohne. Haben wir bei meinem Freund gesehen. 1A. Servo. Tipptopp. Servo ist stark. Servo ist schnell. Servo ist wirklich in Ordnung für dieses Boot. Wirklich gut ausgesucht. Nicht zu billig. Wirklich sehr gut. Auch bei der FT012 genau das gleiche. Servo top. Die Kupplung hier funktioniert hervorragend. Es ist eine gute, durchdachte Kupplung. Sie funktioniert einfach hervorragend. War auch bei der FT012 so. Spitze. Motor funktioniert auch sehr gut, kühlt sich noch selber, wird nicht warm, wird nicht heiß, tipptopp, alles okay. Jetzt bleiben wir noch mal kurz bei den positiven Sachen. Akkufach mit den Stripsen auch sehr gut, Akku passt rein. Es haben auch andere Akkutypen, also die ganzen Akkus konnte ich alle mit dem Boot fahren. Ohne Probleme haben diese ganzen Akkutypen in das Boot gepasst. Wir haben hier einmal den D-Power,
Der hat ohne Probleme reingepasst. Wir haben den Hacker mit 1800 ohne Probleme reingepasst. Wir haben SLS, 1800 hat ohne Probleme reingepasst. Wir haben Diamond zweimal mit 1800, 2200 ohne Probleme reingepasst. Konnte ich alle benutzen mit dem Boot. Sehr akkufreundlich. Noch eine positive Sache ist dieser Auslass, der war auch bei der FT012 schon. Wir können hier so einen kleinen Gumminupsi rausmachen. Dann brauchen wir das Boot nicht aufmachen und können hier das Wasser rauslassen. Richtig cool gemacht, war auch bei der FT012 so. Funktioniert hervorragend. Wirklich sehr gut. Die Plastikkomponenten, wenn wir jetzt schon mal bei dem positiven Part sind, funktionieren hervorragend. Also zumindest die seitlichen Finnen, die unteren und auch die Welle selber funktioniert gut. So. Nicht das Ruder, ne? Nur die anderen Teile. So, das waren so die positiven Sachen, die ich sagen kann. Und noch eine positive Sache ist dieser Deckel. Dieser Deckel funktionierte bei mir hervorragend. Jetzt kommen wir aber zu dem negativen Part. Und zwar, bei mir funktionierte der Verschluss hervorragend. Leichtgängig, hat ordentlich drauf gedrückt, alles super. Bei meinem Freund, der sich das Boot auch gekauft hat, war es zum Beispiel komplett anders. Da waren die Verschlüsse alle steinhart. Das heißt, er musste richtig mit richtig Kraft diese Verschlüsse öffnen. Also das war so abartig, dass ich dachte, der verarscht mich. Und da habe ich selber probiert und die Verschlüsse waren deutlich viel zu fest. Man hat sich abgekrampft, diese Verschlüsse bei ihm zu öffnen. War nicht lustig. Dann haben wir bei ihm ein bisschen die Schrauben gelockert. Hat nur minimal was gebracht. Das heißt, es gibt hier Fertigungsunterschiede, was diesen Nupsel hier angeht wohl und auch diese Clip-Funktion. Irgendwie war das bei ihm total anstrengend, diesen Deckel abzumachen. Das ist das Erste. Kommen wir gleich zu dem Ruder hinten. Das ist das Zweite. Das Ruder, die Lenkung ist richtig schlecht bei diesem Boot. Wir haben hier einen Radius wie ein LKW. Ist absolut für so ein Boot nicht gerechtfertigt. Wenn ihr vorhin die FT012 hattet und euch die FT011 holt, werdet ihr so enttäuscht sein von diesem Ruder. Die FT012 fährt oder lenkt deutlich besser, viel, viel agiler. Und die FT011 ist dagegen wie ein langsamer LKW. Also richtig enttäuschend. Ich habe die Lenkung modifiziert, indem ich hier gedremelt habe. Und hier auf der anderen Seite auch. Bringt nur minimal was, weil das Servo auch irgendwann an seine Anschlaggrenze kommt. Das heißt, das Servo kann dann auch nicht mehr viel weiter. Aber wir haben deutlich mehr Ausschlag als vorher. Bringt nur in eine Richtung, und zwar rechts was. Linksrum ist immer noch LKW. Rechtsrum ist deutlich kleinerer Radius, hat also was gebracht. Ist trotzdem ein krasser negativer Punkt. Dann der nächste negative Punkt bei mir ist der Deckel, der Oberdeckel. Das ist nicht mein Deckel. Mein Deckel war hier oder ist hier gesprungen. Das heißt hier kaputt gegangen, weil der Deckel hier drauf, also er wird vorne hier eingehakt, wird runter gemacht und jetzt seht ihr schon bei mir, passt dieser Deckel nicht richtig drauf. Das heißt, er ist hier völlig, ich muss aufpassen, weil das nicht mein Deckel ist, das ist nämlich der Deckel von meinem Freund. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den nicht kaputt mache. Mein Deckel ist völlig, also irgendwie ist das ganze Boot so verzogen, dass der Deckel nicht richtig drauf passt. So, mein Deckel hat hier vorne nicht gepasst und ist hier irgendwann gebrochen. Weil, das ist das echt Negative an dem Boot, diesen Deckel abzumachen geht nur, indem ihr hier Druck aufwendet und nach hinten, also so nach hinten drückt und dabei nach oben zieht. So. Wenn das aber alles nass ist, weil ihr das Boot gerade aus dem Wasser habt, rutscht ihr hier mal ab. Das heißt, ihr könnt gar nicht diesen Deckel ordentlich abmachen, weil hier nichts dran ist. Das ist, da sage ich mir, okay, Design schön und gut, aber man hätte doch irgendwie hier einen Einschub. Hier bietet sich das doch perfekt an, so einen kleinen, ich hebe hier mit dem Finger unter und kann hochheben. So eine kleine Lücke oder eine kleine Schraube, wo ich dran ziehe oder so. Irgendwas, was es erleichtert, diesen Deckel aufzumachen, aber gibt es nicht. Das müsste man nachträglich selber machen. Problem bei der ganzen Geschichte ist aber, dass es A, richtig schwer ging mit meinem Deckel, also ich habe fast teilweise gar nicht abgekriegt, vielleicht hat man das auch im Video gesehen, dann ist bei mir hier der Deckel eingerissen, also aufgebrochen, was richtig schlecht war und das gleich schon zu Anfang. Und jetzt kommt der Knackpunkt, ich bin bei der letzten Fahrt gefahren, deswegen ist das auch nicht mein Deckel, jetzt fragt ihr euch ja, wo ist denn dein Deckel? Ja, mein Deckel ist auf dem Grund des Sees. Ja. Und zwar hier hinten haben wir eigentlich so einen Haken, den wir hier so rüber drehen und der hält diesen Deckel fest.
Aber das Boot hat das Problem, wenn es eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat, dreht sich das Boot im Wasser. Und wenn ihr dann noch eine Kurve nimmt, dann passiert es, dass es voll oft so landet. Jetzt haben wir hier vorne diese Hutze. Die bremst das Boot so derbe krass ab, dass bei mir dieser Hebel hinten hier weggebrochen ist. Hier, das ist das Stück Plastik mit dem Haken. Der ist bei mir weggebrochen. Das heißt, das war innen drin. Haken war irgendwo im Wasser. Deckel war ab und schwimmte so im Wasser. Und dann dachte ich mir, okay, der Deckel schwimmt auf dem Wasser, der kommt bestimmt wieder an Land. Das Boot war ja noch abgedichtet mit dem unteren Deckel. Ne? Deswegen finde ich eigentlich von dieser Sache her das ganz gut. Der untere Deckel hält das Boot einigermaßen trocken. Aber der Oberdeckel war halt ab. So, ich bin wieder an Land gekommen. Deckel schwimmte die ganze Zeit draußen auf dem Wasser und irgendwann kam es so ein Stück näher ans Ufer. Aber es war einfach noch zu weit, um reinzugehen. Und plötzlich war der Deckel weg. Das heißt, dieser Deckel geht unter. Wenn er voll läuft mit Wasser, geht dieser Deckel unter. Der Deckel, also mein Deckel, ist weg. Der ist irgendwie auf dem Grund des Bodens. Jetzt wollen wir nächstes Mal mit Taucherbrille gucken, ob wir den Deckel wiederfinden, aber der ist, glaube ich, weg. Das heißt, mein Boot wäre jetzt nur noch so. Man kann diese ganzen Komponenten natürlich nachkaufen, ist auch nicht sehr teuer, ist es trotzdem ärgerlich. Zumal hinten jetzt auch dieser Knubbel bei mir fehlt, der das Boot verschließt mit dem Hauptdeckel. Aber ohne Hauptdeckel brauche ich ihn ja eh nicht. Das ist auch sehr, sehr, also das ist wirklich der größte negative Punkt, diesen Deckel von diesem Boot abzukriegen. Und wir sehen das auch hier deutlich an den Innenkanten, hier an der Wand, die ganzen Kratzspuren, wie schwer es immer war, diesen Deckel abzumachen. Diese Kratzer haben wir hier überall außen rum, seht ihr das? Und da sieht man immer, wo der Deckel nicht richtig passt, auch hier hinten, übelst die ganzen Kratzer, weil dieser Deckel einfach bei mir nicht richtig saß. Bei meinem Freund sitzt er nicht allzu fest. Dieser Deckel passt auch hier ein bisschen besser bei mir. Bei mir war er hier nämlich ein bisschen breiter und deswegen ist das hier auch irgendwann gebrochen. Dieser Deckel hier passt ein bisschen besser, auch auf seinem Boot besser, aber er hat auch Schwierigkeiten, diesen Deckel abzukriegen. Das heißt, das ist trotzdem weiterhin auch noch der Fall. Jetzt kommen wir zu dem größten, zu dem wirklich größten Fehler dieses Boots. Und zwar ist das die Schraube. Ja, vielleicht habt ihr es gesehen in dem Speedtest. Auf 3S hatte ich noch die Originalschraube dran. Ab 4S musste ich die Schraube wechseln, weil das Boot mit der Originalschraube kreischt. Und zwar richtig krass. Und zwar so heftig gekreischt, dass es hier auch gequalmt hat. Das heißt, ich habe den Deckel abgemacht und es kam mir Qualm entgegen. Woher dieser Qualm kam, weiß ich nicht. Eventuell hat der Regler einen abgekriegt oder der Motor irgendwas war dann nicht in Ordnung. Die Zähne möchte ich euch nicht vorenthalten, die blende ich jetzt hier mal kurz ein. 4S mit Original-Akku jetzt. Logger steht auf 4,8. Ich bastel mal wieder hier alles zusammen, das ist immer ein bisschen frickelig hier alles mit einer Hand. Übrigens danke an Daniel, der hier die Kamera heute hält. Es kristallisieren sich hier langsam die besten Kameramänner für mich raus. Das mit dem Deckel, wie gesagt, das kritisiere ich ein bisschen. Eben hat es angefangen zu regnen, deswegen mussten wir abbrechen. Aber hier fehlt irgendwie eine Gripfläche. Also es wäre cool, wenn hier so ein Haken wäre, den man so ziehen könnte. Ja, so, 4S ist drinne. Jetzt gucken wir mal, was das auf 4S schafft. Deutlich besser. Original-Akku ist besser. Dann lag das wirklich an dem Muck. Hört sich irgendwie krass an. Irgendwie ungesund. Ja, 55 km/h werden versprochen. Wir gucken gleich mal, wie viel wir schaffen. Ja, die Lenkung, wie gesagt, kritisiere ich immer noch. Aber da muss man ein bisschen nacharbeiten, aber wenn man das gemacht hat, dann lenkt das Boot bestimmt auch besser. So. So, und jetzt gucken wir mal, was die Geschwindigkeit gezeigt hat. Ob es jetzt wirklich die Geschwindigkeit geschafft hat. Wenn ja, top. Wenn nicht, bin ich ein bisschen enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist wieder das Problem mit dem Deckel. Das ist, ihr seht das jetzt mal live. Ihr kriegt den Deckel einfach nicht ab. Und wenn ihr eh nasse Hände habt, das ist so ein... Oh, das ist so nervig. Seht ihr das? Vielleicht ist es auch nur bei mir so, aber oh, ich krieg das nie ab, ey. So.
Also wie gesagt, irgendwie was reinmachen, kleine Schraube vielleicht oder so nachbessern. Ne? Ist ja auch Modellbau und da kann man hier auch ein paar Verbesserungen machen. Und wir haben 41 km/h. 41 km/h ist jetzt nicht die richtige Geschwindigkeit, aber hier kommt mir auch so vor, als würde hier irgendwas sowieso nicht stimmen. Also irgendwas stimmt hier nicht. Das kommt mir auch zu langsam vor und zu dröhnerisch. Ich kann euch nicht sagen, warum das so langsam fährt, weil 41 km/h ist jetzt nicht mal ansatzweise an 50 dran. Und wir werden jetzt gleich nochmal einschalten mit einer anderen Schraube. Ich möchte was testen. Bis gleich. Ja, da habt ihr die Szene gesehen. Für mich war von Anfang an klar, dass ich euch das definitiv zeigen werde. Ich wollte hier nichts verheimlichen. Ich bin hier niemand, der irgendwas schön redet, ne? Nur weil er was gekriegt hat. Keine Sache. Ich sag das den Leuten auch immer. Das heißt, wenn ich von Gearbest, Banggood oder von irgendeinem anderen Laden was kriege, sage ich immer, ich sag im Review meine ehrliche Meinung. Und wenn das Produkt schlecht ist, dann sage ich das. Und hier in diesem Fall ist es leider so. Es ist für mich leider, kommt diese FT011 überhaupt nicht an die FT012 ran. In keinster Weise. Ich bin völlig enttäuscht von dem Boot. Bei meinem Kollegen ist es fast ähnlich gewesen mit der Schraube, wobei ich sagen muss, und das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch, bei meinem Kollegen funktionierte das ohne Kreischen. Das heißt, sein Boot fuhr mit der Originalschraube 4S ohne Probleme. Es hat aber auch, wie bei mir, nur 42 km/h oder 41 km/h geschafft. Und seine Welle war trocken. Das heißt, seine war nicht gefettet. Dadurch hat er bei seinem Boot sofort einen Schaden hier erlitten. Und zwar ist das Kugellager vorne weggeschmolzen. Oder weggefetzt, sag ich mal. Das ist natürlich ein eigener persönlicher Fehler, weil man muss ja immer gucken, ist die Welle geschmiert. Dafür kann der Hersteller nichts. Aber eigentlich sind so eine Wellen immer vorgeschmiert von der Produktion. Dachte er auch. War aber nicht. Seine Welle war komplett trocken und das Kugellager hat sich innerhalb von kürzester Zeit bei ihm sich verabschiedet. Um jetzt ein neues Kugellager zu kriegen, weil das Kugellager mit Flansch ist, muss er die komplette Welle neu bestellen. Ärgerlich. Bei meinem Boot ist das so. Mein Boot funktioniert mit der Originalschraube 4S gar nicht. 3S ja, aber 4S geht nicht. Ich musste mir eine andere Schraube auf dieses Boot machen. Und zwar ohne Mutter, wie ihr seht. Und das ist die einzigste Schraube aus meiner ganzen Sammlung. Ich möchte euch mal kurz zeigen, wie viele Propeller ich habe. Und das mache ich jetzt nur, damit ihr seht, dass ich eine Auswahl hatte zum Testen. Ich habe 3er-Props mit einem steileren Winkel. Ich habe 2er-Props, die einen Tick größer sind als die Original-Props. Ich habe nochmal 3er mit einem richtig scharfen Winkel zum Testen. Ich habe, ja gut, das sind Props für die Inception. Ich habe hier normale 2er-Props, die weniger starken Winkel haben als die Originalen. Und dann habe ich hier eine kleine Tüte mit Experimentierprops, die ich mir einzeln bei von Graupner besorgt habe. Genauso wie die Schraube, die hier dran ist. Die habe ich übrigens Udo zu verdanken, weil der hatte sie in seiner Box. Und mit den Props hat nur diese 3er hier mit dem Boot funktioniert. Genauso wie die hier dran ist. Dann war es das. Das heißt, ich habe ganz viele Propeller probiert. Und das Boot war fast mit keiner von dieser kompatibel. Das heißt, egal welchen Prop ich probiert habe, ob größer, schmaler, vom Winkel steiger oder schmaler, das Boot hat einfach nicht funktioniert mit diesen Propellern. Ebenso wenig wie mit den Originalpropellern, wie ihr auch in dem Video gerade gehört habt, hat das einfach nicht funktioniert. Das kann natürlich bei mir ein Einzelfall sein. Bei meinem Freund zum Beispiel hat der Propeller zwar funktioniert, also das Boot hat nicht gekreischt und hörte sich auch nicht so, weiß ich nicht, ich kann das schlecht beschreiben, als wäre das Boot einfach nicht von der Leistung her gefordert. Also sprich, der Propeller hat nicht einfach die Kraft, das, die Geschwindigkeit aufs Wasser zu bringen. So hörte sich das an. Und bei meinem Freund, sein FT011, war das aber anders. Das hörte sich nicht so anstrengend an fürs Boot, aber die Geschwindigkeit hat gezeigt, dass es nicht schneller war. Das heißt, dieses Boot hat nicht mit der Originalschraube die Geschwindigkeit geschafft, die es angibt. Das heißt, wir mussten eine andere Schraube machen, um die Geschwindigkeit, die auf dem Karton steht, zu erreichen.
größter Kritikpunkt an diesem Boot. Vielleicht ist es nur in meinem Boot so oder bei meinem Boot so gewesen. Ich habe viele Videos mir angeguckt, wo die Leute es teilweise mit der Originalschraube auch geschafft haben. Aber ich sehe immer wieder oder habe immer wieder gesehen, dass die Leute das Ruder umgebaut haben und immer einen anderen Propeller hinten drauf hatten, dass die gar nicht lange dieses Setup gefahren sind, weil es einfach meiner Meinung nach, glaube ich, nicht funktioniert. Das heißt, für mich ist die FT011 mit diesem Testboot eine absolute Katastrophe. Und ich kann sie einfach für das Geld, es ist echt schwierig, weil im Angebot für 70 Euro ist es okay, muss ich sagen. Für 70 Euro würde ich es sogar kaufen mit diesen Mängeln, weil ich weiß, Motor, Regler, Funke, allein nur der Lipo sind schon diese Gelder wert. Servo eventuell auch noch. Das heißt, man könnte diese Komponenten benutzen, schmeißt das Boot, den Rumpf weg und baut diese ganzen Komponenten in ein anderes Boot, was die gleiche Größe hat und hat dann in dem neuen Boot seinen Spaß. Oder ihr besorgt euch gleich eine andere Schraube und ein anderes Ruder und baut das hier um. Wäre vielleicht sogar noch günstiger. Für 70 Euro, trotz diesen ganzen Mängels, schwierig. Echt wirklich sehr schwierig. Ich würde sagen, nein. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde nein sagen. Für mehr als 100 Euro, wie es auch angeboten wird, überall, lasst die Finger davon. Wirklich, ihr werdet nicht glücklich. Zumindest habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Und das Boot von meinem Freund war nicht viel besser, muss ich dazu sagen. Und der war richtig enttäuscht, weil sein Boot war nagelneu. Wir haben ohne irgendwas zu machen das getestet. Auch er hat seinen Regler so gelassen. Er hat die nicht reingeschoben wie ich. Er hat keine Modifikation gemacht, wie zum Beispiel, ich habe ja hier den kompletten Rumpf abgedichtet mit Sekundenkleber. Ich habe die Schraubenlöcher hier unten dicht gemacht und so alles, Wasser reinkommt. Und er hat gar nichts gemacht und sein Boot fuhr das erste Mal, naja, dann das zweite Mal, als wir irgendwie die Props gucken wollten, hörte sich das schon komisch an, dann war gleich seine Welle kaputt. Der war richtig enttäuscht. Kann ich auch absolut verstehen. Ärgerlich. Ne? Echt, wirklich ärgerlich. Und ich war auch enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht von diesem Boot. Ja. Also richtig enttäuscht. Mit anderen Propeller macht es einigermaßen Spaß, aber ansonsten ist das, weiß ich nicht, ist echt schwierig. Ich kann euch das Boot einfach nicht empfehlen. Ja, das sind zu viele Mängel bei mir. Wenn ihr es woanders gesehen habt und bei demjenigen hat das super funktioniert, okay, kann sein. Ich habe ja, wie ich ja auch schon in diesem Video gerade erklärt habe, gesehen bei meinem Freund, dass es auch anders geht. Zum Beispiel hier, dass zum Beispiel bei mir die Haken absolut in Ordnung sind, aber bei ihm kriegt man die gar nicht ab. Ne? Das zeigt mir, dass jedes Boot vielleicht anders ist, aber ich rate trotzdem allgemein, weil zu viele Probleme sind, weil zu viele Mängel sind für mich, rate ich einfach von dem Kauf ab. Ja. Das war's eigentlich zu dem Boot. Ich werde das Boot wohl zurückschicken. Ohne Deckel. Ich muss gucken, ob ich den Deckel noch finde. Eigentlich wollte jemand das kaufen, aber ich kann dieses Boot einfach nicht verkaufen. Das Boot ist einfach, das ist einfach Schrott. Ne? Entweder schicke ich es zurück oder ich behalte es und entsorge es selber oder behalte es und es landet bei mir im Regal als Failoon des Jahres 2017. Wobei ich sagen muss, dass es mit dem Propeller ja funktioniert. Ich könnte es ja auch so weiterfahren, aber ohne Deckel sieht einfach auch ein bisschen Schietendreck aus, ne? Ja, also ich bin echt enttäuscht. Wirklich sehr, sehr enttäuscht von diesem Boot. Die ganzen Komponenten können das auch nicht ausbügeln, muss ich dazu sagen. Das heißt, die Tüte mit Ersatzteilen, der Akku, die Funke, so, das kann diese Enttäuschung einfach nicht wieder ausbügeln. Ja. Ich hoffe, das Review hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es negativ für das Boot ausgefallen ist. Aber ich lüge hier einfach keine Leute an, der das Boot einfach nur schönreden will und sagen würde, ja, hier, kauft dieses Boot, ist richtig toll. So einer bin ich nicht. Wisst ihr ja, ne? Ich habe meine Videos immer so gedreht und wenn ich von irgendwas begeistert bin, dann merkt man das auch. Dann bin ich auch begeistert, weil es funktioniert. Aber das hier funktionierte nicht. Ist für mich der Fail 2017 an Boot. Ja, und damit beende ich dieses Video. Ich bin's, euer Laser. Schallt auch wieder ein. Das heißt, Laser Time. Tschüss.